unsere Fleischerei führen wir jetzt dann seit 1920 mit der Melanie in der fünften Generation. Der Standort am Kaiser-Josef-Platz ist der älteste, mit dem hat es eigentlich angefangen. Dort sind wir seit 1920, wir feiern auch nächstes Jahr das 100-jährige Jubiläum. Wir sind die vierte Generation und die dritte Generation praktisch, meine Mutter und mein Vater, die arbeiten auch noch im Betrieb. Die Mutter hilft noch am Wochenende im Verkauf, der Vater macht noch teilweise das Büro. Von unserer Generation her, die Schwester hilft im Verkauf, der Bruder hilft in der Produktion. Also wir sind 7 Familienmitglieder, also es ist sehr spannend, die Zusammenarbeit. Es wird nie langweilig. Produziert wird am Standort da in der Florianigasse. Die Anlieferung unserer Waren, unserer Rohstoffe erfolgt auch da. Wir produzieren in einem Wohngebiet, haben aber Gott sei Dank keine Probleme mit unseren Nachbarn. Wir schauen, dass wir Schweinefleischhälften und Rindfleisch alles im Ganzen bekommen und aus den ganzen Tieren alles produzieren können, dass wir das ganze Tier verwerten können. Am Montag werden die Schweine angeliefert, die ganzen. Und am Dienstag in der Früh um 5 Uhr werden die Schweine zerlegt, zugeschnitten, was wir fürs Geschäft brauchen, also fürs Frischfleischverkauf. Und der Rest geht in die Verarbeitung. Also da wird der Speck zugeschnitten, das Schweinefleisch 1, Schweinefleisch 2, alles was wir für die Verarbeitung brauchen, für die Wurstproduktion. Wir legen sehr viel Wert auf das Frischfleisch und dann haben wir auch viele Würstel und Schinken und Wurstprodukte, aber auch Speckspezialitäten. Und wir schauen auch immer, dass wir dem Trend ein bisschen folgen können mit ausgefalleneren Dingen. Es gibt die Kaltrauchselch, die ist für den Speck. Da hat man eben diese Buchenholzspäne. Und das ist eben das Traditionelle mit Glimmrauch. Da tut man oben die Späne rein und unten entsteht dann halt ein Funke und das erzeugt den Rauch. Das hat den Vorteil, dass man viel mehr diesen typischen Speckgeschmack und Geruch hat. Das Gesöchte wird handgesalzen. Kommt 14 Tage im Kühlraum, dann kommt eine Sur drüber und dann kommt es eine Woche in die Selch. Ich bin jetzt seit knapp 3 Jahren im Betrieb und bin so das Mädchen für alles, kann man sagen. Ich kann halt überall bis ins Detail reinschauen, was mich wirklich interessiert. Ich weiß, wie unsere Produkte entstehen, wo sie herkommen. Ich kann die Kundschaften auch viel besser beraten, informieren. Und das taugt mir eigentlich die Abwechslung. Die Kundschaft fragt ja immer, wo kommt mein Fleisch her? Und das wird da immer und immer mehr Thema. Dadurch, dass wir wissen, woher unser Fleisch kommt, können wir genau Auskunft geben, dass wir zum Beispiel unser Schweinefleisch vom Vulkanlandschwein halt beziehen und dass das genau das ist von den Qualitätskriterien, was wir gerne haben möchten. Und es kommt da immer sehr, sehr gutes Feedback zurück. Also sie sind sehr zufrieden und wir sind sehr zufrieden. Uns ist es sehr wichtig, dass wir mit regionalen Partnern zusammenarbeiten und auch langjährige Partner das sind, die wirklich wissen, was wir an Qualität brauchen. Und mit dem Schlachthof Robtal und mit dem Vulkanlandschwein haben wir da wirklich einen Partner gefunden, wo die Qualität wirklich passt und wo wir sicher sein können, damit wir immer die Ware kriegen, die wir brauchen. Und wir sind sehr bedacht darauf, oder es ist uns sehr wichtig, dass durch die regionale Zusammenarbeit, dass dann die Jugend und dass wir einen Preis bezahlen, dass die Landwirte von dem auch leben können und die Wirtschaft erhalten und dass die Jugend auf dem Hof bleibt und dort wirklich daheim arbeitet und die regionale Wirtschaft auch unterstützt. Dass es in Zukunft auch weitergehen kann.